Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Und ich glaube, heute ist Vollmond. Also zumindest müsste heute Vollmond sein, weil die letzten 2, 3 Tage schlafen meine Mom und ich total schlecht und wir sind so voll die Mondsüchtigen. Manchmal glaube ich ja, ich bin ein Werwolf. Weil immer wenn der Mond aufgeht, fange ich an, das Bedürfnis zu bekommen, den Mond anzujaulen. Haltet mir von Helsing vorbei, nur so zur Sicherheit. Okay, entschuldigt, dieser Gedanke, der ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Ihr könnt übrigens heute in meinem Bild... das ist meine Hose. Ich habe ein bisschen Unordnung heute im Zimmer und ja, tut mir leid. Aber irgendwann werde ich auch verstehen, dass diese Kamera spiegelverkehrt ist. Irgendwann. Ich glaube ganz fest daran. Gut. Jetzt habe ich lang genug geschwafelt, aber ich wollte euch einfach heute auch ein Thema sagen. Es tut mir leid, falls ich etwas verwirrt wirke. Wie schon erwähnt, schlecht geschlafen, Schlafmangel und dann wird man plötzlich verwirrt. Aber anhand dessen ist mir heute auch ein gutes Videothema eingefallen, nämlich voneinander lernen. So, also, mein heutiges Thema ist voneinander lernen. Und zwar auf viele Arten. Wir können so viel voneinander lernen. Wir können voneinander friedliche Art lernen, wir können voneinander das Kochen lernen. Und was jetzt natürlich für euch wahrscheinlich total unverständlich gerade ist, ist, was ich gerade im Kopf hatte. Doof. Man sollte irgendwie seinen Kopf am besten so einmal schütteln und dann so eine riesen Gedankenblase haben. Aber am 11. Ja, es war am 11. Dezember, am 11. Dezember, vor genau 21 Jahren, habe ich meine Eltern das erste Mal getroffen. Und anhand dessen ist mir einfach eingefallen, wie viel ich von meinen Eltern gelernt habe in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Und ja, deswegen habe ich dieses Thema heute gewählt, weil ich habe von meinen Eltern das Reden gelernt, das Laufen gelernt, ich habe von meinen Eltern das Kochen gelernt. Naja, ich habe damals zum ersten Mal Töpfe gesehen. Ich habe von meinem Vater habe ich gelernt, wie man Fußball spielt und Bälle fängt. Das war irgendwie so total lustig. Mein Vater hat immer Schneebälle geworfen und mein Vater hat Schneebälle da, die sind wirklich so komprimiert, dass es schon fast Eisklumpen sind. Und die haben immer so weh getan, wenn sie einen getroffen haben. Aber dadurch habe ich dann fangen gelernt, weil ich mir immer gedacht habe, ich will nicht, dass der Ball mich trifft, ich will nicht, dass dieser Ball mich trifft. Oder auch sowas wie Leute auf Leute zugehen, das habe ich auch von meinen Eltern gelernt. Gut, ich bin nicht gut darin und ich verlerne Sachen auch schnell wieder, aber ich lerne wirklich so viel. Und ja, gestern habe ich dann mal von meinem großen Bruder etwas gelernt, nämlich der hat mir nämlich gezeigt, wie man in einem Computer eine Festplatte austauscht und ich war so beeindruckt, das war wirklich der Wahnsinn. Also ich glaube, ich bin da gesessen wie so ein kleines Kind, dessen Augen so riesig geworden sind und so, oi. Von meiner Schwester habe ich auch viel gelernt, wie zum Beispiel, damals war es für mich nämlich noch was Wichtiges, wie man sich einen Eyeliner-Strich macht oder sowas wie auch, wie man Geheimnisse für sich behält. Sie hat es mir versucht beizubringen, sie war nicht erfolgreich, aber sie hat es versucht. Und ja, noch so viele andere Sachen, mir fallen jetzt gerade nicht die Beispiele zu bringen, fällt mir gerade schwer, weil ich einfach so unglaublich viel von meinen Leuten gelernt habe, von meiner Familie, auch von Freunden. Beispielsweise von Theo habe ich gelernt, wenn du dir einen Wecker stellst, kannst du gleich vergessen, du überhörst ihn sowieso. Oder ich habe auch von meinen Großeltern viel gelernt. Und ich finde auch, das Schöne ist, ich lerne ja nicht nur von den Leuten, die direkt in meiner Familie sind oder die direkt in meinem Freundeskreis sind, sondern man lernt auch von Bekannten viel. Ich habe auch von unserem Nachbarn zum Beispiel wirklich unglaublich viel gelernt. Der ist wirklich einer der klügsten Menschen, die ich kenne und ich bewundere ihn immer wieder. Und ich mag auch wirklich immer unsere Gespräche, weil ich immer, wenn ich nachdem ich mit ihm gesprochen habe, das Gefühl habe, ich habe was Neues dazugelernt. Und das ist so etwas, was für mich irgendwie so, was ein richtig schönes, gutes Gespräch ausmacht. Auch das Gefühl zu haben, einen neuen Eindruck, eine neue Wahrnehmung, eine neue Sicht auf Dinge zu haben oder eben auch etwas Neues dazugelernt zu haben.
Und ich finde auch, das Schöne ist, ich habe auch meiner Mutter und meinem Vater das ein oder andere beigebracht. Beispielsweise habe ich meiner Mutter beigebracht, auch mal zu sagen, nein. Oder einfach auch mal zu sagen, das muss mich jetzt nicht tangieren. Tangieren? Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, entschuldigt. Also das muss mich jetzt nicht interessieren. Das ist jetzt nicht, oder das ist jetzt nicht unbedingt das Ding, das gerade für mich wichtig ist. Das hat meine Mom für mich, hat sie von mir gelernt. Oder auch sowas wie auch mal einfach sich hinzusetzen und nichts zu tun. Das sind so Sachen, die einem, wenn man es einfach so hört, nicht viel vorkommen. Aber wenn man so mal alles zusammenrechnet und wir überlegen, wie viel wir auf die ganzen Jahre von wie vielen Menschen gelernt haben. Ich meine, es ist so beeindruckend. Das ist einfach, ja, nochmal eine ganz andere Sache. Wir lernen von unseren Eltern, von Bekannten, von Lehrern, im Idealfall. Also ich habe von meinen Lehrern nur gelernt, wie man läuft und dabei isst oder sich beim Laufen anzieht, weil ich jemand war. Ich war keine dieser Schüler, die unbedingt gut waren. Und ich könnte schwören, einige meiner ehemaligen Lehrer konnten mich nicht leiden. An der letzten Schule, an der ich war, hatte ich wirklich mit Abstand am besten. Da war ich wirklich so das erste Mal, dass ich auch was von den Lehrern gelernt habe. Von meiner damaligen Klassenlehrerin habe ich sehr viel sogar gelernt. Und ich bin bis heute froh. Ich habe die erste Klasse wiederholt und bei der Wiederholung der ersten Klasse, die zweite erste Klasse Lehrerin, von der habe ich Schreiben gelernt. Die hat mir die, das habe ich dann auch gelernt. Und Mathe habe ich zum Beispiel von einer sehr guten Bekannten unserer Familie gelernt. Die hat sich da immer eine Engelsgeduld gehabt an dieser Stelle, wirklich, so wie das so geklappt hat. Und es tut mir leid, dass es bei mir so schwierig war. Aber einfach solche Sachen. Ich finde, der beste Weg, um etwas Neues zu lernen, ist einfach zu fragen. Fragt so viel ihr wollt. Es gibt nämlich kaum dumme Fragen. Und es gibt auch kaum dumme Antworten. Aber wenn wir nicht anfangen, die Dinge zu fragen, wenn wir nicht mehr fragen, was uns interessiert, wenn wir nicht mehr fragen, wo wir stehen, wenn wir einfach immer nur das Gefühl haben, wir müssen alles wissen, einfach weil es der vor uns schon weiß, dann verlernen wir wortwörtlich das Lernen. Das klingt jetzt irgendwie doof, es tut mir leid, ich bin übernächtigt und so. Also ich mache an dieser Stelle jetzt auch Schluss, weil ich denke, für mich wird es jetzt langsam Zeit, irgendwie mich irgendwo Richtung Bett zu werfen und erst morgen wieder aufstehen. Am Freitag hoffe ich, dass ich ein bisschen ein besseres Video hinbekomme oder ja, es tut mir leid, falls das Video nicht so toll ist. Falls es toll war, freue ich mich immer über den Daumen. Ihr könnt mir auch gerne die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Wo habt ihr am meisten das Gefühl gehabt bisher, dass ihr was dazugelernt habt oder dass ihr was lernen könnt? Würde mich einfach mal interessieren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr bei meinem Video jetzt was gelernt habt. Wenn ja, könnt ihr mir auch gerne auf Twitter, Facebook oder eben auch an meine E-Mail schreiben, an die Bell. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und ich schmeiße mich jetzt ins Bett. Ciao!